von Anne Fischer. Schlechter Pass, haben Sie Glück. Sieben zu sechs. Und dann traut sich Julia Harder nicht, spielt den Ball nochmal zurück für Theresia Meister und es gibt erneut 7 Meter. Und erneut 2 Minuten, erneut gegen Claudia Zerro. Und an der Linke. Und auch dieser ist drin. Treffer Nummer 5 bei 7 Meter. Nummer 5. Bei 7 Meter Nummer 6 natürlich. 5. Treffer bei 7 Meter Nummer 6. Und das 8 zu 6. Aber es bleibt weiter festzuhalten. Mehr 7 Meter Tore als aus dem Spiel bei Grün-Weiß-Sparren. 5 7 Meter Tore. 3 aus dem Spiel. Aber es wird ihnen scheißegal sein. Sie führen hier 8 zu 6 gegen den Tabellenführer. Und es gibt erneut 7 Meter. Und dann natürlich wieder ein Wechsel und an der Linke wieder auf der Platte zu 7 Metern. Nummer 7. Nach 22 Spielminuten ist das auch schon ziemlich gut. Und an der Linke mit Treffer Nummer 6. Und Anna hat jetzt doppelt so viele Tore wie alle anderen ihre Mitspielerinnen zusammen, obwohl die viel länger spielen. 6, 7 Meter Tore. 9 zu 6. Und Laura Fischer erneut mit der Hand am Ball. Und der erste Siegerfaust von Steffen Franke. Und durch den Kreis gelaufen. Von Bonnie Lenz. Ein Ballbesitz für Motorbad. Und da ist die Lücke da. Und der flache Ball, Anja Schaldach. Mit dem 7 zu 9 aus Sicht von Mutterbad. Und da schön aufgepasst, der Pass von der Torhüterin, abgefangen von Theresia Meißner. Der Pass nach außen, Sarah Bischoff an den Pfosten. Von der Idee nicht schlecht die Umsetzung. Haberte im Gegenzug. Berlin mit dem 8 zu 9. Auch wenn die Bank von Grün-Weiß da angibt, die Spielerin hätte doch übertreten, das Tor. Zählt und nur das zählt. 9 zu 8 für Grün-Weiß-Sparren. Die Variante mit dem langen Kreuz. Und da hat sie die Spielerin von Motorbad. Anne Fischer wehgetan. Ist sie umgekickt scheinbar. Trainer ist da, wird sich darum kümmern. Und Deckung bleibt so dann. Ja? Sarah? Sarah? Quer stehen? Musst du Schritt führen? Nee, beziehungsweise. Na doch. Du bist mit Kinder zusammen. Ne?
Ja, und jetzt stehen wir alle wieder und das Spiel kann weitergehen. Auch für Anne Fischer. 5 Minuten noch in der ersten Hälfte. Neun zu acht. Jule Schiller bleibt unerfolgreich. Und das ist so einfach, da rückt keiner raus. Und Sandra Spörle ist da erfolgreich zum 9:9. Und das haben die Barther den Schwerinern voraus. Alle 9 Tore aus dem Feld, der 7 Meter. Gehalten von Laura Fischer vorhin. Zeitspiel angezeigt, jetzt muss sich Grünweiß hier was einfallen lassen. Theresia Meissner nimmt sich den Wurf und die Torhüterin hat den Fuß dran. Und dann schön am Kreis durchgesetzt von Anna Altmann zur Führung für Mutterbad, 9:10. Und Theresia Meissner sieht die Lücke, hat dann aber Pech und trifft den Pfosten. Zweite jetzt der Konter und letzte Juliane Schiller den Ball beim Konterlauf abluchsen. Die Chance ist weg. Und Anne Fischer mit dem Wurf an den Pfosten. Der Ball geht weg und das über die Mittellinie und dann gibt es Zeitspiel. Da muss die Mutterbad jetzt was einfallen lassen. Theresia Meissner ist da rausgerückt. Stellt da und jetzt muss Anne Fischer werfen und Laura Fischer hält den Ball. Wird nochmal gestellt und jetzt kommt nochmal Anne Fischer da hoch. Der Block ist zu früh oben und der Ball ist drinnen. 9:11. Und Theresia Meissner sucht sich da wieder Lücke und es gibt den 9:7 Meter. Die zweite Mannschaft von Grünwald-Schwerin. 3 Sekunden vor Ende der ersten Hälfte und es gibt nochmal einen Torwartwechsel
beim Motorbad. Anne Töpfer kommt wieder gegen Anna Linke. Und auch der ist drinne. Treffer Nummer 7 für Anna Linke. 10-12. So, 15 Sekunden sind es jetzt noch für diesen letzten Angriff vom Motorbad. Wird die Variante da versucht und da ist der Weg frei für Anne Fischer. Jetzt 4 Sekunden vorher. Es gibt es 2 Minuten für Theresia Meissner. Simoniert. Egal was gewesen ist, ich war ganz woanders. Und Anne Fischer scheitert mit dem Hüpfwurf an Laura Fischer. Und damit geht Grünwald-Schwerin 2 mit der Hypothek der Unterzahl in die Hälfte 2. Und man muss sich was einfallen lassen, dass man die Poren nun nicht nur über 7 Meter wirft. 7 waren es an der Zahl, nur 3 aus dem Feld. So, auf geht's in Hälfte 2. Spielstand 10-9 aus Sicht von Grünwald-Schwerin und die beginnen jetzt auch mit noch fast 2 Minuten Unterzahl. Und kommt sie von außen rein, Lisa Menzel. Tut sie noch weh? Ja, sie geht dahin, wo es weh tut. Ja, aber auch Lisa Menzel kann weiterspielen. Und jetzt versuchen sie hier zu 5 die Lücken zu finden.